Max und Ruby. Ruby und Max. Max und Ruby. Ruby und ihr kleiner Bruder Max. Max und Ruby. Häschenkuchen. Deine roten Wackelpeterstücke ausgegangen, Max? Na, mach dir mal deswegen keine Gedanken. Ich glaube sowieso nicht, dass Oma sie besonders mag. Und sie mag auch ganz bestimmt keinen Regenbogenkuchen zum Geburtstag. Igitt! Wir machen ihr lieber was, das sie ganz sicher mag. Nämlich ein Biskuit-Überraschungskuchen mit einer feinen, leckerschmecker Himbeerglasur. Komm mit! Hier hätten wir alles, was wir zum Kuchenbacken brauchen. Der wird sicher ganz köstlich. Vorsicht, Max. Nichts anfassen, hörst du? Oh nein! Ohne Eier können wir keinen Biskuitkuchen backen. Hier, ich schreibe dir eine Liste und du gehst einkaufen. Eier. E-I-E-R. Den Zettel zeigst du dem Verkäufer und der gibt dir dann Eier für unseren Kuchen. Und beeil dich, Max. Oh je, so ein Schlamassel. Hallo, Max. Ah, wie ich sehe, hat dir Ruby eine Einkaufsliste geschrieben. Eier. Ich hol sie dir, Max. Und wie du das Wort nachgeschrieben hast, das gefällt mir. Eier. Das hast du gut gemacht. Wiedersehen. Drei kleine Tassen Mehl, zwei Eier, eine große Tasse Milch. Oh gut, du hast die Eier. Pass auf, dass du damit nicht gegen den Tisch stößt. Ich hab dir doch gesagt, du sollst Acht geben. Jetzt brauchen wir auch noch Milch und Mehl. Ohne Milch und Mehl können wir keinen Biskuit-Überraschungskuchen für Oma backen. Ich schreibe dir noch mal eine Einkaufsliste. Milch. M-I-L-C-H. Und Mehl. M-E-H-L. Die Liste zeigst du wieder dem Verkäufer und der gibt dir Milch und Mehl für unseren Kuchen. Und beeil dich, Max. Max, schon wieder hier? Und du hast eine neue Einkaufsliste dabei. Milch und Mehl. Augenblick, Max. Wiedersehen. Siehst du das Schild an der Tür, Max? Das bedeutet, dass du nicht in die Küche kommen darfst. Zumindest so lange nicht, bis ich meinen Biskuit-Überraschungskuchen mit feiner Himbeerglasur fertig habe.
fertig. Aber irgendwas fehlt dann noch. Max, ich schreibe dir noch mal eine Einkaufsliste und du läufst damit schnell zum Laden. Geburtstagskerzen, silberne Sterne, Zuckerherzen und Buttercreme-Röschen. Hier, Max, geh damit zum Laden. Geburtstagskerzen, silberne Sterne, Zuckerherzen und Buttercreme-Röschen. Oh, und was ist das? Na, das müssen eindeutig rote Wackelpeterstückchen sein. Jetzt sieht man Biskuit-Überraschungskuchen mit feiner Himbeerglasur ganz einfach zum Anbeißen aus. Und er ist gerade noch rechtzeitig fertig geworden, denn Oma wird jeden Moment hier sein. Hallo! Oma! Was ist denn das alles? Tata! Ich hab dir einen Biskuit-Überraschungskuchen mit feiner Himbeerglasur gemacht. Der ist ja wunderschön! Und Max hat dir einen Regenwurmkuchen gemacht. Mit roten Wackelpeterstückchen. Ach, da kann ich mich gar nicht entscheiden, welchen von beiden ich zuerst essen soll. Die Geburtstagsparty. So, das wird Oma aber gefallen. Was war denn das? Max! Du kannst hier jetzt nicht mit deiner Gummiball-Schießspinne herumspielen. Wir müssen doch alles für Omas Geburtstagsparty vorbereiten. Weißt du, damit wollen wir sie überraschen. Also, wir machen Folgendes. Sobald Oma durch die Tür da kommt, rufen wir: Überraschung! Alles Gute zum Geburtstag, Omi! Das wird ein Riesenspaß. Ich habe an 7 Gäste Einladungen verschickt und sie haben alle das Kästchen angekreuzt, bei dem steht, ja, ich komme. Mit der Tischdekoration bin ich schon fast fertig. Aber du kannst mir trotzdem helfen. Wir müssen noch die Tischkarten verteilen. Auf dem ersten Stuhl sitzt Rapunzel. Auf dem zweiten Lockenlotti. Auf dem dritten die Elfenkönigin. Auf dem 4. und 5. Herr und Frau Quack. Auf dem 6. sitzt Pinocchio. Und auf dem 7. sitzt mein Brabbelbär. Und du sitzt dann auf Stuhl Nummer 8, ich sitze auf 9 und Oma auf 10. Das macht also 10 Gäste insgesamt. Alarmstufe rot, Alarmstufe rot, Gefahr, Gefahr. Nein, Max. Ich glaube nicht, dass sich Oma über Spinnen, Roboter oder Gummischnecken auf ihre Geburtstagsparty freut. Sie will viel lieber zwischen Rapunzel und der Elfenkönigin sitzen. Jetzt kannst du mir helfen, die Gäste an den Tisch zu setzen. Kommst du, Max? Hier hast du Rapunzel. Bring sie an den Tisch. Sie soll einen Platz direkt neben Oma bekommen. Die Elfenkönigin kommt hierhin auf die andere Seite von Oma. Und die kleine Lockenlotti sitzt neben ihr. Pinocchio kommt auf den freien Stuhl da drüben. Herr und Frau Quack kommen hierhin und dahin. Und als letztes setzen wir meinen Brabbelbär hier hin. Ich bin ein Bär. Ein Stuhl für dich, einer für mich und dann noch einer für Oma. Sehr schön. Was brauchen wir denn jetzt noch? Aber klar,
Pralinen und Bonbons für jeden Gast. Jeder Gast sollte ein paar Süßigkeiten bekommen. Ich bin gleich wieder da. Können wir jetzt an alle Gäste verteilen. Hier ist das Bonbon für die Elfenkönigin. Ein Bonbon für... Das ist ja komisch, Max. Alle Gäste sitzen auf ihren Plätzen, aber es sind nur noch zwei Stühle frei. Wir brauchen aber drei Stühle. Einen für dich, einen für mich und einen für Oma. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich muss mich wohl vorher beim Durchzählen der Gäste vertan haben. Dann gehe ich eben noch mal rein und hol noch einen Stuhl. Sollten wir aber genug Stühle haben. So, da hätten wir einen Stuhl für dich, einen Stuhl für Oma und einen für... Da stimmt doch schon wieder was nicht. Das kann einfach nicht sein. Alle Gäste sitzen brav auf ihrem Platz, aber... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Anscheinend kann ich heute einfach nicht richtig zählen. Wir brauchen unbedingt noch einen Stuhl. Ich komme gleich wieder zurück. Jetzt sollten die Stühle aber wirklich reichen. Ein Stuhl für mich, ein Stuhl für Oma und einer für... Wie viele Gäste sitzen denn bloß hier am Tisch, Max? 9, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es sind insgesamt 10 Gäste. Wie ist das denn bloß passiert? Oma! Oma! Überraschung! Alles Gute zum Geburtstag, Oma! Oh, das ist ja wirklich eine schöne Überraschung. Du setzt dich hier hin und ich stell dir schnell alle Gäste vor. Das sind die Elfenkönigin und Glockenlotti und Frau Quack. Moment, das ist ja gar nicht die Elfenkönigin. Das ist Max Kippschnecke Platsch. Und das ist auch nicht Lockenlotti, sondern die Gummiballschießspinne. Und das ist auch nicht Frau Quack, sondern der Warnsirenen-Weltraumroboter. Es sind also drei Gäste hier, die überhaupt nicht eingeladen sind. Nicht eingeladene Gäste? Wie aufregend! Geld. Ich habe mein ganzes Taschengeld für Omas Geburtstagsgeschenk gespart. Toll, nicht? Oma! Wir kaufen Oma eine Spieldose mit wunderschönen Eistänzerinnen obendrauf. Steck deine Glücksmünze gut ein, dann gehen wir einkaufen! Hallo, Max. Hallo, Ruby. Das macht einen Hasentaler für die Fahrkarten, bitte. Danke
schön. Spieldose, die ich Oma zum Geburtstag schenken will. Sind die Eistänzerinnen nicht wunderschön? Durst! Na gut, Max, du darfst dir eine ganz, ganz kleine Limonade kaufen. Wir haben nämlich nicht viel Geld dabei. Ich warte hier auf dich, aber bitte beeil dich. Einen guten Tag wünsche ich dir, Max. Na, wie ich sehe, hast du unsere Auswahl an Vampirzähnen entdeckt. Die hier sind mit Kirschsirup gefüllt, der beim Zusammenbeißen herausspritzt. Die kosten nur 2 Hasentaler. Ich wette, die sind ein Geschenk für jemanden zum Geburtstag, hm? Ich habe den Eindruck, das war keine ganz, ganz kleine Limonade, Max. Sieh dich an. Wir müssen dich erstmal sauber machen. Du siehst furchtbar aus. Dich nicht vom Fleck, Max. Das macht 1 Hasentaler für das Waschmittel. Noch 1 Hasentaler für die Waschmaschine. Und noch 1 Hasentaler für den Trockner. Das macht ganze 3 Hasentaler. So schnell kann das Geld weg sein, Max. Aber schnell wieder zurück zu Rosalindes Geschenkeladen, bevor wir kein Geld mehr für Omas Geburtstagsgeschenk haben. Hunger! Es ist tatsächlich schon Mittag. Na schön, Max. Aber wir essen nur etwas Kleines. Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwich, 2 Kokosnusstörtchen und ein Bananenmilchshake haben 4 Hasentaler gekostet. Jetzt gehen wir aber schnurstracks zurück zu Rosalindes Geschenkeladen und geben keinen Taler mehr aus. Hallo Ruby. Hallo Max. Was kann ich denn für euch tun, meine Lieben? Ich möchte die hübsche Spieldose mit den Eistänzerinnen obendrauf für meine Oma zum Geburtstag kaufen. So ein schönes Geschenk. Die kostet 100 Hasentaler. Oh, 100 Hasentaler. Naja, die Schlittschuhe sind aus echtem Gold. Ich habe nur noch 5 Hasentaler übrig. 5 Hasentaler. Da hätte ich eine Idee. Im Moment sind Ohrringe mit zwitschernden Vögelchen im Angebot. Für nur 4 Hasentaler. Ihr bekommt sie original verpackt. Die nehmen wir. Nimm dir Geschenkpapier, das schenke ich dir. 4 Hasentaler für die Ohrringe. Und einer zurück. Pass gut auf den Hasentaler auf. Gib ihn nicht auf einmal aus, Max. Musik
Hoppla, du schon wieder, Max? Wie ich sehe, hast du unsere Vampirzähne, die im Dunkeln leuchten, gefunden. Oma! Eine sehr gute Wahl. Die meisten Leute mögen unsere leuchtenden Dracula-Zähne viel lieber als die mit dem Kirschsirup. Außerdem kosten die leuchtenden Dracula-Zähne im Moment nur die Hälfte, nämlich einen Hasentaler. Mach's gut, Max. Da bist du ja, Max. Und wo ist bitte das Wechselgeld? Oma! Oh nein, Max. Du hast unseren letzten Taler ausgegeben. Wovon sollen wir die Busfahrt nach Hause bezahlen? Max, deine Glücksmünze. Damit können wir Oma anrufen und sie bitten, uns abzuholen. Danke, dass du uns abgeholt hast, Oma. Freut mich, dass dir deine Geburtstagsgeschenke gefallen. Oh, ich liebe meine Ohrringe mit den zwitschernden Vögelchen. Und meine leuchtenden Vampirzähne natürlich auch.